Wir drei sind die Macherinnen vom Kölner Geburtstag. Das ist die Christina. Wir zwei Blödern, genau, das ist die Annette Heidkamp und ich bin Nicole Ebrecht-Fuß. Wir haben diesen Tag im Jahre, helft mir, 2010 gegründet. Das heißt, der Kölner Geburtstag hat schon mehrfach stattgefunden. Dieses Jahr zeigen wir einen Film und haben hoffentlich hinterher eine spannende Podiumsdiskussion. Wir haben den Tag gegründet. Wir haben alle zusammen 10 Kinder. Das heißt, wir wissen alle, wovon wir reden. Und wir haben den Tag gegründet, weil uns die Humanisierung der Geburt sehr am Herzen liegt und weil es uns wichtig ist, Informationen, die viele Menschen nicht haben, unter das Volk zu bringen. Ich stelle Ihnen jetzt mal ganz kurz das Podium vor. Wer jetzt da sitzt, nämlich ich, mache das jetzt mal alphabetisch. Katharina Deserie von der Elterninitiative Motherhood. Ich weiß, dass Sie alle unendlich viele Dinge tun, in ganz vielen Organisationen sind, viele Aufgabenbereiche haben im Bereich der Geburtshilfe. Ich habe mir jetzt mal immer mal so 1 bis 2 rausgesucht pro Person, damit ich nicht so alle ganz lange vorstellen muss. Also Katharina Deserie von der Elterninitiative Motherhood. Dann Professor Dr. Sabine Dörpinghaus, sitzt ganz rechts, stehe ich davor. Ist Professorin für Hebammenkunde an der Katholischen Hochschule hier in Köln. Dann Dr. Katharina Hartmann, sitzt da vorne, von Human Rights in Childbirth, Deutschland. Dann Eva-Maria Müller-Markfort, sitzt da vorne, ist die Präsidentin vom Deutschen Fachverband für Hausgeburtshilfe. Dann ganz links der Mann auf dem Podium. Eigentlich hätte ich heute mal mit Ihnen anfangen können. Dann normalerweise werden die Frauen immer zuerst vorgestellt. Das ist Dr. Werner Neuhaus, ist der Chefarzt in der Frauenklinik Hohlweide hier in Köln. Dann überspringe ich jetzt, wer nicht gekommen ist. Dann Antje Stulz, ganz rechts oder fast ganz rechts, neben Frau Dörpinghaus, ist eine Doula, eine Dienerin der Frau, habe ich gelernt. Alles Weitere werden Sie, denke ich, gleich mal sagen, für die, die nicht wissen, was das ist. Und das war's, ne? Das habe ich ja alle. Wie gesagt, der Dr. Walter ist nicht da. Vielleicht mal von Ihrer Seite, ganz spontan, wer mag. Wie hat der Film auf Sie gewirkt? Vielleicht jetzt mal der Mann zuerst? Ja, gern. Ja, ganz viele Gedankenanstöße, wichtige Gedankenanstöße, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Ich glaube, viele Dinge waren schon bekannt, sind bekannt, viele Dinge aber auch noch nicht, viele sind auch noch nicht untersucht. Was war Ihnen nicht bekannt? Ich glaube, dass bekannt ist, dass ein Unterschied besteht zwischen der spontanen Geburt und dem Kaiserschnitt, das ist ganz klar. Bekannt ist auch, dass die spontane Geburt besser ist für das Kind, auch besser ist für Mutter und Kind. Welche Faktoren es sind, die dazu führen, dass es besser ist, da gibt es sicherlich noch gewisse Unsicherheiten. Das, was als Thema in diesem Film ja ganz im Vordergrund stand und auch ein Stück neu hinzugekommen ist, ist das mikrobiologische Thema, das ja auch in dieser einen Studie untersucht wird, die ich hochinteressant finde. Ja, und Ich bin gespannt, was an Informationen da noch kommen wird. Aber Sie haben nicht gedacht, so ein Quatsch? Nee, ich habe nicht gedacht, so ein Quatsch. Also, wie gesagt, Unterschiede, Spontangeburt, Kaiserschnitt, es sind ganz viele Dinge. Es sind hormonelle Dinge, das wissen wir. Es sind mechanische Dinge, es sind psychologische Dinge. Und auch der mikrobiologische Ansatz ist völlig nachvollziehbar. Und dieser Gedanke mit der Impfung, in Anführungszeichen, ist ein interessanter Ansatz, ist ein Thema, das auch in unseren Kreisen schon diskutiert ist zu viel, aber schon mal die Runde gemacht hat. Und ja, ich bin gespannt, was bei dieser Studie rauskommt. Können ja nachher mal gucken, ob wir das vielleicht sogar noch dann nach dieser Veranstaltung auch in Ihre Klinik tragen können. Ja. Frau Deserie, wie ging es Ihnen denn nach dem Film? Kannten Sie ihn schon? Nein. Ich fand ihn so schlüssig, also den Film, das ist die Theorie, also wenn man sieht das und man denkt sich, ja, das kann sehr gut sein. Und was die Forscherin gesagt hat, wenn wir nichts tun, ist das eine Katastrophe, und wenn wir was tun, dann tun wir keinem weh, wenn ich es jetzt richtig so wiedergegeben habe. Das fand ich sehr interessant. Das heißt, wir müssen Überzeugungsarbeit leisten, also wir alle oder die Wissenschaftler, und also diese Schlüssigkeit hat mich beeindruckt. Frau Müller-Markfort, wie ging es Ihnen denn? Kannten Sie den Film? Nein, auch nicht. Nein, ich hatte ihn noch nicht gesehen.
Und ich hatte das Gefühl, als wenn so, es hat mich erschlagen, ne? Weil man weiß ja sehr viel, hier was, da, von, aha, oh, oh ja, ah, ja, ja. Oh. Aber wenn man das so konzentriert, kompakt in einer Stunde einem entgegengeschleudert wird und wie meine Nachbarin sagt, es ist so schlüssig und da gibt es für mich persönlich überhaupt keinen Zweifel, auch wenn man nicht alles bis zum letzten noch erforscht und als hundertprozentig gültig dann darstellen kann. Denn wenn wir darauf warten, dann werden wir zu spät sein. Dann wird es zu spät sein. Das ist auch das, die Aussage in dem Film gewesen von der einen Wissenschaftlerin. Ne? Frau Dörpinghaus, wie ging es Ihnen? Ich stimme meinen Vorrednern nicht zu. Ich bin einerseits verstört und andererseits, also ich kriege hier eine Blutdruckspitze nach der nächsten, weil ich bin mehr als wütend über den Film und zwar über diese völlig reduktionistische Sicht. Und damit meine ich Dinge wie, der Film beginnt mit, was sind wir? Das vollständige Selbst und dann driften wir ab auf eine mikrobiologische Perspektive auf Menschsein und ich kann nur sagen, also bei mir stellen sich sämtliche Nackenhaare hoch und also wenn das der Zugang ist, eine humanistische Perspektive auf Geburt zu retten, also dann sind wir wirklich weit gekommen. Also. Ich habe das noch nicht richtig verstanden, ehrlich gesagt. Also ich habe verstanden, dass Sie jetzt, dass Ihnen sozusagen die Sprünge zu groß waren, richtig? Nee, die Perspektive auf Menschsein. Also wir werden hier bombardiert mit Mikroben, mikrobiologischer Sicht. Was war da noch? Die Antibiose-Problematik ist klar, die Sektio-Rate, also die Problematiken sind ja klar. Und was wir hier finden in dem Film, ist ein Sammelsurium, eine Vermischung von irgendwelchen Faktendaten. Aber der Film beginnt mit dem Weg zum Selbst. Also wer sind wir? Das ist die Grundsatzfrage, die gestellt wird. Und die Frage würde ich beantworten mit, ich, Sabine Dörpinghaus, bin mehr als irgendwelche Mikroben oder Mikrobendiskussionen. Und da, also da würde ich mir eine Sicht auf Menschsein einen Hauch mehr vorstellen, als das jetzt gerade aus einer naturwissenschaftlichen Perspektive hier beleuchtet wurde. Und das verstört mich zutiefst und macht mich auch sehr, sehr, sehr wütend. Also ich finde den Film völlig verkürzt, völlig. Frau Stulz. Ja, für mich hat sich das gar nicht so hypothetisch dargestellt, wie es eigentlich hat rüberkommen sollen. Für mich war es sehr schlüssig. Es ist auch von anderen Spezies bekannt, dass diese Mikroben sehr wichtig sind, um nicht zu sagen lebenswichtig. Wenn man sich zum Beispiel die Koalabären anschaut, die erste Nahrung, die sie zu sich nehmen, das ist der Kot der Mutter. Wenn sie den nicht bekommen, dann sind sie nicht in der Lage, ihre Nahrung zu verdauen und müssen zugrunde gehen. Also ich fand das nachvollziehbar. Ja. Frau Hartmann, Sie kannten ihn schon, ne? Haben Sie mir vorher verraten. Ne? Ja, ich habe bei der Erstellung der Untertitel mal Korrektur lesen dürfen und kannte natürlich den Film dafür auch schon. Und wie finden Sie ihn? Ich finde den Film gut, ich finde den Film wichtig. Ich kann Frau Dörpinghaus zustimmen, dass der auf eine gewisse Art und Weise natürlich drastisch vereinfacht, auch wenn ich nicht der Meinung bin, dass dieser Film eine Antwort darauf geben soll, was ist ein Mensch oder wer bin ich. Das sehe ich nicht so, sondern er beleuchtet nur eine weitere Facette, die auch Teil meines Ichs ist, was viele Menschen einfach überhaupt nicht wahrnehmen und auf dem Schirm haben, nämlich die Mikroben, die uns auch besiedeln. Und das hat nichts mit meinem Menschsein zu tun, denn das betrifft alle Organismen auf der Erde. Also es ist ja nichts spezifisch Menschliches, dass wir besiedelt sind. Das betrifft jede Pflanze, jedes Tier auch. Aber das, was da die Forscher auch dargestellt haben, das sind Hypothesen, die sich noch in der Prüfung befinden. Die Evidenz verdichtet sich. Das weist alles eigentlich in die gleiche Richtung, ne? Dass das wichtig ist, dass das Ausschlag gibt. Und ich denke, die Quintessenz ist tatsächlich das, was die Frau Professor Dahlen auch gesagt hat. Wir haben einfach keine Zeit, ne, zu warten. Wir müssen das jetzt machen, weil
was Frau Deseri ja auch schon gesagt hat, wenn wir es nicht tun, wir schaden ja auch niemandem, ne, wenn wir jetzt handeln. Wir haben den Film am Anfang geguckt. Ich wollte jetzt einfach mal, dass wir das mal aufgreifen, auch die Inhalte. Möchte jemand noch was zu dem Film sagen, auch nachdem wir hier vorne noch mal drüber gesprochen haben? Sie möchten gerne was sagen. Also ich habe die einzelnen Bestandteile dieses Filmes eigentlich alle schon irgendwo gehört und gekannt. Ich kann mich erinnern, vor 30, 40 Jahren habe ich mal Erdkunde-Leistungskurs gehabt. Da habe ich was über tropischen Regenwald gelernt, über Vielheit von Organismen, die so zusammenspielen und Regelkreisläufe und sich verstärkende, aufschaukelnde, wellenbewegende Prozesse. Das fand ich mit den Bakterien jetzt eigentlich sehr gut. Und davor diesen Satz mit dem Selbst, den habe ich zwar irgendwie so gehört, aber der hat mich gar nicht berührt. Ehrlich gesagt, ich fand jetzt diese sachliche Geschichte, diese Zusammenstellung, die fand ich ganz gut. Und natürlich, wenn ich eine Aussage vom Film haben möchte, muss ich ja ein bisschen auch diesen Film daraufhin ausrichten, zuschneiden. Also ihn zuspitzen, so wie Sie es gemacht haben. Und vielleicht, wenn ich da 3 Stunden hingucken muss, bin ich auch voll schon eingeschlafen. Ich gucke nachher, ob Sie noch wach sind. Wir diskutieren ja auch noch 1 Stunde hier. Vielleicht gehen wir jetzt mal durch, nur kurz die Organisationen, die, glaube ich, nicht alle kennen. Und ich habe vorhin bei Ihnen schon gesagt, Frau Stulz, Doula. Wissen Sie das alle? Wer weiß nicht, was eine Doula macht? Okay. Was macht, aber sind doch wenige, muss ich ja gestehen. Ich wusste das nicht bei der Vorbereitung. Was macht eine Doula? Eine Doula ist eine Geburtsbegleiterin und hat keinerlei medizinische Funktion. Wir sind rein für die körperlichen und psychischen Belange der Frau. Da, bei der Geburt? Bei der Geburt. Auch im Vorfeld schon und auch darüber hinaus. Auch bei Kaiserschnittgeburten? Auch bei Kaiserschnittgeburten. Was machen Sie dann da? So ganz konkret. Also ja, Voraussetzung, dass ich bei einer Kaiserschnittgeburt überhaupt etwas machen kann, ist, dass man mir gestattet, im OP-Saal anwesend zu sein, was leider heute noch immer nicht in jedem Haus gewährleistet ist. Aber wenn die Möglichkeit besteht, dann bin ich natürlich für die Frau da, indem ich beruhigend auf sie einwirke, ihr erkläre, was gerade geschieht, ihr vielleicht die Hand halte. Oder wenn ich die Gelegenheit habe, auf der anderen Seite des OP-Tuchs zu stehen, die Geburt mitzuerleben, zu verfolgen, ihr danach davon zu berichten, damit sie Erinnerungslücken schließen kann, möglicherweise auch Fotos davon machen. Aber Sie sagen, Sie dürfen nicht immer mit rein? Nicht immer, nein, das ist nicht immer möglich. Warum nicht? Das müssen Sie die Klinikleitung fragen. Darf ich direkt, Herr Neuers? Dürfen Sie, ja. Wie ist das bei Ihnen? Dürfen Doulas mit rein? Ja, natürlich dürfen Doulas mit rein. Es kommt vor, es ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht so häufig. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das alle paar Tage vorkommt, aber das kommt vor. Im Prinzip ist es ja so, dass die, also auch bei der Geburt ja sowieso, aber auch beim Kaiserschnitt eigentlich immer eine Begleitperson dabei ist mittlerweile. Das ist natürlich in den meisten Fällen ist es der werdende Vater, aber es kann auch jemand anders sein. Bei einem geplanten Kaiserschnitt? Nicht nur beim geplanten Kaiserschnitt, auch bei einem sekundären. Ja, also es ist ja die Ausnahme, dass wir beim Kaiserschnitt keine Begleitperson dabei haben. Und das kann auch eine Doula sein. Ja, also das ist die Entscheidung der Mutter. Ja. Ob sie jemanden dabei haben möchte? Wen sie dabei haben möchte. Okay. Ja. Und was könnte es dann, Sie sagen, bei Ihnen geht das, was könnte es dann für Argumente geben, dass man sagt, das möchte man nicht? Ich weiß es nicht. Eine gewisse Rolle kann natürlich, also wenn, sagen wir mal, die Anzahl der Personen in die Höhe schnellt, dann kann das limitierend sein. Ja, also wir haben in der Regel eine Begleitperson dabei, nicht 2, 3 oder 4. Nicht? Das ist im OP-Saal sicherlich, wäre das jetzt ungewöhnlich. Ja? Aber ob diese eine Person jetzt der werdende Vater ist, ob das die Schwiegermutter ist oder ob das eine Doula ist, das ist tatsächlich die Entscheidung der Schwangeren. Die soll ihre Vertrauensperson dabei haben, die sie gerade in dieser Situation, in diesem Moment dabei haben möchte. Frau Deseri, was macht Ihre Organisation Motherhood? Bundeselterninitiative zum Schutz von Mutter und Kind während Schwangerschaft, Geburt und erstem Lebensjahr. Das ist der vollständige Titel. Ja, beschreibend, genau. Also Motherhood e.V. ist der offiziell eingetragene. Wir sind ein ganz junger Verein. Wir haben uns offiziell gegründet im März diesen Jahres. Und hervorgegangen sind wir im Prinzip aus dem Elternprotest zur Hebammenunterstützung. Aber seit
der jetzt seit anderthalb Jahren sich hauptsächlich erstmal bei Facebook konkretisiert hat. Als bekannt wurde, dass die Unterstützung der Hebammen, dass die Haftpflichtversicherung letztes Jahr nicht verlängert werden soll. Und dann hat mehrere wütenden Eltern sich zusammengetan für Aufklärung, um aufzuklären, die Politiker aufzuklären, die Öffentlichkeit aufzuklären, dass wir Eltern in erster Linie Hebammen fordern, aber seit längerer Zeit, seit einigen Monaten geht es eigentlich, oder wir haben gemerkt, es geht eigentlich um das Thema sichere Geburtshilfe. Und in unseren Augen ist diese sichere Geburtshilfe nur mit Hebammenleistung, mit einem System aus Hebammen notwendig. Wir richten uns nicht explizit an die Verfechter oder Verteidiger von Hausgeburten. Wir richten uns an alle Mütter, an alle Frauen, Familien, die, egal wie sie und wo sie gebären möchten, also auch an zugespitzt formuliert geplante Kaiserschnitte, bei denen ja auch eine Hebamme dabei sein sollte. Also dass das alles gewährleistet ist, dass Frauen, wenn sie das möchten, die Unterstützung durch eine Hebamme haben, dafür setzen wir uns ein. Aber wir sehen, dass die politischen Rahmenbedingungen nicht geschaffen werden. Und dafür kämpfen wir aber durch Öffentlichkeitsarbeit, dass sich das ändert bald. Frau Hartmann, Human Rights in Childbirth, gibt es dann da eine Schnittstelle zu dem, was Frau Desiris? Ja, auf jeden Fall. Organisation macht? Also inhaltlich natürlich sehr stark. Human Rights in Childbirth ist gegründet worden 2002 in Den Haag von einer amerikanischen Menschenrechtsanwältin, die damals noch in den Niederlanden gelebt hat, Hermine Hayes Klein. Und basiert darauf, dass wir weltweit eigentlich beobachten, dass fundamentale Menschenrechte gerade unter der Geburt nicht berücksichtigt werden. Eines dieser fundamentalen Menschenrechte zum Beispiel, das Recht auf den, wie die WHO nennt das, the highest attainable standard of health, also der höchste möglichst erreichbare Standard an Gesundheitsvorsorge und Fürsorge. Der in vielen Ländern nicht gewährleistet ist, durch zum Beispiel unnötige Interventionen, durch nicht gemachte Kaiserschnitte, das ist zu wenig Intervention, kann auch eine Verletzung dieses Menschenrechts sein, aber auch ganz konkrete Sachen wie Beschimpfung, Misshandlung, die weltweit leider auftreten, weil Geburt einfach ein Moment im Leben eines Menschen oder der Frau vor allen Dingen ist, der unglaublich ungeschützt ist, sein kann. Und Geburtshilfe in vielen Ländern durch ein großes Machtgefüge organisiert ist und strukturiert ist, was einfach auch herausfordert, eigentlich Menschenrechte nicht zu berücksichtigen. Seit 2012 als Human Rights in Childbirth gegründet, inzwischen aktiv nicht nur hier in Deutschland, sondern auch im Kongo. Die nächste Konferenz wird in Indien stattfinden. Und was wir feststellen ist, dass sich die Beispiele unterscheiden sich weltweit, aber das Grundproblem bleibt dasselbe, dass einfach nicht achtsam genügend mit Frauen und Kindern umgegangen wird und dass eben dieser Anspruch des höchstmöglichen Gesundheitsstandards, dass der nicht gewährleistet ist. Und dafür setzen wir uns ein, dass sich das ändert. Frau Deppinghaus, ich habe, wir haben ja gehört, wie hoch die Kaiserschnittraten sind in den unterschiedlichen Ländern. Mich würde mal interessieren, warum ist das so? Was glauben Sie, warum ist das so? Also die klassische Antwort ist, es ist ein multifaktorielles Geschehen, das ist so die Standardantwort. Das hat unterschiedliche Gründe, medizinische, juristische und insbesondere ökonomistische. Also die Abrechnungsverfahren in den Kliniken haben natürlich einen großen Einfluss auf das Prozedere. Also was früher die 20 Uhr Tagesschau war, wo man gerne hatte, dass die Geburten
beendet wurden, das hat heute andere Ursachen. Also heute geht es um Fallpauschalensysteme, heute geht es um Abrechnungssysteme und also es gibt ja auch sehr schöne Filme mittlerweile dazu, um klarzumachen, wie die Quote ist, wie die Bezahlung ist und dass wir da auf einem sehr interessanten Weg sind. Und diese ökonomistische Perspektive kam ja auch in dem Film hier zum Tragen. Also es wurde ja auch sehr deutlich dargelegt. Was ich jetzt spannend fand, war bei dem Multifaktoriellen, dass Sie nicht einen Satz gesagt haben, wie die Frauen wollen das. Gibt es auch. Also es gibt auch, wir haben Studien, wo Frauen das wollen. Und zwar ein Hauptgrund ist zum Beispiel, dass die Frauen angeben, dass sie Angst haben vor einem Souveränitätsverlust. So umschreiben die das. Und deshalb einen Kaiserschnitt anstreben. Was hier in dem Zusammenhang auffällt, ist, dass eine Form von Angstbrüchigkeit, so möchte ich das jetzt mal formulieren, im Vorfeld nicht abgefangen wird. Also die Frauen, die kommen, haben Angst, die Kontrolle zu verlieren. Und man kann das Thema ja auch anders beleuchten, nämlich natürlich geht Geburt einher mit einer Form von Verlust. Ich möchte das jetzt nicht Kontrollverlust nennen, aber einer Form von Brüchigkeit, weil eine Geburt ist nicht zu steuern. Ich bin nicht Herr im eigenen Haus bei einer Geburt, sondern es passiert mir. Ich bin angewiesen auf. Und das ist etwas, was in unserem normalen Leben so nicht mehr aufscheint, sondern ich habe mir heute Morgen überlegt, was ich mache, dann bin ich hier hingekommen, man hat sich angezogen und so weiter. Und Geburt ist einer der wenigen Ereignisse, wo ich nicht weiß, was widerfährt mir, also eine Form von Widerfahrnisse. Und das ist, was Frauen Angst macht. Und ihr Umgang damit ist eine Form von Kontrolle. Und die Kontrolle zeigt sich dann in Lösungsansätzen, wie dann machen wir einen Kaiserschnitt, um das zu umgehen. Und dann kommen Sie zu Ihnen, Herr Neuhaus. Ja, nicht nur dann. Wir machen ja nicht nur Kaiserschnitt, ne? aber dann kommen Sie auch zu uns, das ist richtig, ja. Vielleicht, bevor ich diesen Punkt aufgreife, natürlich eine Steilvorlage ist, dass Sie das aus betriebswirtschaftlichen Gründen auch machen. Einmal vielleicht für uns, für alle, die es nicht wissen, wie läuft ein, sag ich mal, durchschnittlicher, normaler Kaiserschnitt bei Ihnen ab? Vorbereitung oder nur der Kaiserschnitt? Vorbereitet, also so ein geplanter. Ja, gut, der läuft so ab, dass das vorbereitet ist letztendlich wie eine geplante Operation. Ja? Das heißt also, haben bestimmte Voruntersuchungen stattgefunden, es hat ein Aufklärungsgespräch stattgefunden, es hat ein Anästhesiegespräch stattgefunden. Das ist letztendlich wie bei einer geplanten Operation. Und es wird dann im OP praktisch die Anästhesie durchgeführt, die ja in der Regel eine spinale oder peridurale Anästhesie ist, also die werdende Mutter ist ja in der Regel wach und dann wird der Kaiserschnitt durchgeführt. Nach wenigen Minuten ist das Kind da, das wird der Mutter am Kopfende präsentiert oder je nachdem. Präsentiert heißt so weggehalten oder so draufgelegt? Ja, das sagen wir so, ich gehe da mal ein bisschen genauer drauf ein. Es ist so, dass wir schon seit langer Zeit versuchen, die Rahmenbedingungen des Kaiserschnittes sehr der Spontangeburt anzupassen in vielen wichtigen Punkten. Ja, das begonnen damit, dass die Schwangere wach ist. Das heißt, die Vollnarkose ist ja mittlerweile zur absoluten Ausnahme geworden. Es ist die Begleitperson dabei, die auch im Kreißsaal dabei ist. Es gibt mittlerweile ja den neuen Ansatz unter dem Stichwort Kaisergeburt, dass das Kind also praktisch auch gar nicht mehr zur Erstuntersuchung weitergeleitet wird, sondern direkt der Mutter auf die Brust gelegt wird, also während der OP, ja, dass im Prinzip der direkte Hautkontakt genauso schnell stattfindet wie bei der Spontangeburt. Das machen Sie auch, oder? Das machen wir auch, ja. Und dass eben dann hinterher, das Ganze, wie gesagt, dauert ja etwa eine halbe Stunde, also geht relativ schnell, die Möglichkeit besteht, sich eben direkt dem Neugeborenen zu widmen. Ja, durch die Spinalanästhesie ist ja über viele, viele Stunden eine komplette Schmerzausschaltung da. Das heißt, die Frau ist nach dem Kaiserschnitt eigentlich nicht beeinträchtigt, jedenfalls nicht so, wie das früher der Fall war. Sie kann sich halt direkt dem Kind widmen und das Bonding kann auf die Art und Weise eben sehr, sehr gefördert und unterstützt werden, ähnlich wie bei einer Spontangeburt. Das heißt nicht, dass der Kaiserschnitt das gleiche ist wie die Spontangeburt. Das ist auch nicht der Ansatz oder der Sinn der ganzen Geschichte, aber der Sinn ist eben der, für die Frauen, die einen Kaiserschnitt brauchen oder aus welchen Gründen auch immer bekommen, diese wichtigen Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass sie eben
der Spontangeburt sehr ähnlich sind. Ja. Und jetzt mal, ich weiß nicht, wie offen Sie jetzt hier sein können, aber so, wie groß sind die betriebswirtschaftlichen Gründe da? Also kann ich Ihnen sagen, dass die überhaupt nicht da sind, denn in letzter Konsequenz bin ich derjenige, der gemeinsam mit der Frau entscheidet, ob ein Kaiserschnitt durchgeführt wird. Ja? Das ist eine Sache, die zu zweit stattfindet und ich kann für mich nur sagen, dass ich keinen Kaiserschnitt durchführe, weil ich dafür eine etwas höhere Fallpauschale kriege und ich werde auch nicht von meiner Verwaltung unter Druck gesetzt. Ich habe einen Leistungsdruck, das ist gar keine Frage. Ich versuche dem gerecht zu werden, indem ich meine Klinik versuche so zu führen, dass die Geburtenzahl sich steigert. Ja, das ist mein Ansatz. Ich freue mich über jede Geburt, die wir mehr haben am Ende des Jahres. Aber ich steigere meine Leistung nicht dahingehend, dass ich die Kaiserschnittrate steigere. Wie hoch ist die Rate bei Ihnen im Krankenhaus, so von 100 Geburten? Die wird bei etwa 40% liegen. Ja, das ist, wir sind ein Level 1 Perinatalzentrum. Das heißt, wir haben einen relativ großen Anteil an Geburten, die, sagen wir mal, andere Kliniken halt nicht haben. Ja, und bei denen die Kaiserschnittrate bei nahezu 100% liegt. Wenn man das rausrechnen würde, dann würde sie wahrscheinlich etwa im Durchschnitt von 30% liegen. Frau Müller-Markfurt, wenn Sie in die Zukunft gucken, mal, Sie haben so viel Erfahrung im Geburtsbereich, wenn Sie in die Zukunft gucken, was glauben Sie in 30, 40 Jahren, wie sieht die Standardgeburt da aus? Da wage ich echt nicht dran zu denken. Nur ausnahmsweise mal für uns. Zuerst einmal möchte ich darauf hinweisen, dass nach dem sogenannten Hinzuziehungsgesetz es Pflicht ist, eine Hebamme zu jeder Geburt hinzuzuziehen, auch zu einem Kaiserschnitt. Und ich hätte von Ihnen erwartet, dass Sie die Hebamme dabei erwähnen, die dann auch dort sein muss. Das ist für mich so selbstverständlich, dass ich das nicht für erwähnenswert gefunden habe. Ja, es ist selbstverständlich bei jeder Geburt eine Hebamme dabei. Ich kann auch gerne gleich was zur Bedeutung der Hebammentätigkeit sagen, aber selbstverständlich ist auch bei jedem Kaiserschnitt eine Hebamme dabei. Sehr gerne, das würden wir gleich gerne hören, aber ich würde trotzdem gerne, dass Sie nicht kneifen, nochmal 20, 30 Jahre. Ich kneife in 20, 30, 40 Jahren. Was wird sein? Ja, es wird sicher noch, das ist jetzt meine Antwort, es muss erst noch ein bisschen schlimmer werden, ehe es dann wieder besser wird. Der Schmerzpunkt wirklich ist noch nicht erreicht. Was ist denn schlimmer? Es ist, ich komme gleich, ich öffne es gleich. Vor 10 Jahren sagten wir, die Frauen müssen anfangen, sich zu melden, rebellisch zu werden. Die Frauen sind auf die Straßen gegangen, die Frauen haben Petitionen unterschrieben, die Mütter, sie haben für die Hebammen und leider haben die Hebammen nicht reagiert auf diesen absoluten, wunderbaren Einsatz vor 4, 5 Jahren und seitdem ist der Stein ins Rollen gekommen und es wird immer mehr und ich finde das absolut tröstlich, denn letzten Endes sind wir im gleichen Boot, Sie, die Mütter und wir, die Hebammen. Wir brauchen einander. Wir müssen in die gleiche Richtung und wir, also aus Hebammensicht, haben wir die Mütter ja immer noch sehr alleine gelassen, finde ich schlimm. Und das muss sich auch ändern. Dann kommen natürlich wieder unsere schlechten Arbeitsbedingungen so. Aber in 30, 40 Jahren könnte es wieder besser sein. Und für mich ist natürlich die Hausgeburt der Goldstandard. Ganz einfach, man muss ja ein Ziel haben, man muss ja etwas, wo man hin, das, da möchte ich hin. Und es gibt dann mehrere Stationen auf dem Weg. Nicht? Das kann der Kaiserschnitt. Ich habe nichts gegen den Kaiserschnitt. Ich habe auch immer mal wieder eine Frau, die ich in die Klinik bringe, natürlich, weil es nicht klappt zu Hause. Und dann bin ich froh, wenn ich weiß, so jetzt gehst du dahin. Nicht? Und da sind auch nette, eins muss ich sagen, immer netten Empfang in allen Krankenhäusern, zu denen ich gegangen bin, gehabt. Vom Personal, vom Ärztlichen, vom Medizinischen, von Hebammen, Schwestern. Dass man gut, wirklich mit gutem Gefühl sagen konnte, schau, ne, wir haben jetzt so lange gewartet, du hast Wehen, ich habe noch dies, wir haben noch das und seit so vielen Stunden und es geht nicht weiter. Und ich sage dann auch, ich weiß jetzt nicht mehr weiter, ich habe keine Antwort mehr, ich weiß nicht, was da ist, warum kommt dieses kleine Kind nicht, warum geht die Gebärmutter nicht auf. Ich glaube, wir packen die Tasche und fahren in die Klinik. Und dann ist das auch für die Frau eine Erleichterung und für mich auch, denn die Verantwortung ist groß, das ist klar, ich bin da ganz alleine.
was schmitzens im Wohnzimmer sozusagen, nicht? Und das ist dann schon schwer. Mhm. Und dann bin ich froh, wenn ich in die Klinik gehen kann und kann so sagen, so liebe Kollegen, Kolleginnen, und jetzt da bin ich. Mal. Und jetzt macht ihr, was eure Arbeit ist. Ich würde gerne, wenn ich das darf, weil hier hängen ja ganz viele Themen jetzt im Raum und dran und auch in dem Film, ich würde gerne für die Diskussion, und dann öffne ich sie sehr, sehr gerne, so zwei Oberthemen setzen. Nämlich das eine, wie kriegen wir es hin, die Anzahl der Kaiserschnitte zu reduzieren? Und das zweite, wie kriegen wir es hin, einen Kaiserschnitt so durchzuführen, dass ein Kind mit und auch die Familie mit dem Maximum, was möglich ist, sozusagen ins Leben entlassen wird. Also, ne, dass es allen so gut, so gut wie möglich geht. So, das wären so meine beiden Themen, meine beiden Fragen, die ich gerne über die Diskussion oben drüber hängen würde. So, und Sie sind hier fast vom Stuhl gesprungen. Warum? Ach, ich finde das eigentlich sehr eindeutig, die Situation, die gerade uns und all unseren Kolleginnen und Eltern passiert. Ich selber als Hebamme, Hausgeburt wie Beleghebamme, habe größten Respekt davor, dass Eltern sich in der Umbruchssituation nicht damit beschäftigen können, auf die Straße zu gehen. Ich persönlich halte dieses Mittel für überhaupt nicht mehr ausreichend. Und wenn ich eben so sarkastisch reinrufe, mehr tote Kinder, mehr kranke Frauen, ich bin mir sicher, es wird bald passieren, weil meine Kolleginnen im Kreissaal können das nicht stemmen. Wir kriegen Anfragen in der 6., 7. Schwangerschaftswoche von den Frauen. Es erfahren alle zu wenig Unterstützung auf allen Ebenen. Und es werden große Fehler gemacht. Herr Neuhaus, ich glaube Ihnen das auch nicht. Das sage ich Ihnen so ins Gesicht. Egal, wie sympathisch ich Sie finde oder auch nicht. Ich glaube Ihnen nicht, dass Sie nach oben hin keine Ziffern zu geben haben. Dafür kriege ich viel zu viel mit. Natürlich habe ich die zu geben, das habe ich auch gesagt. Sie haben die Ziffern zu geben. Natürlich habe ich die, selbstverständlich habe ich die zu geben. Das habe ich, hab ich auch gesagt, klar. Wir führen jeden Monat ein Gespräch über die Zahlen. Nicht in der Geburtshilfe, die Gesamtzahlen. Ja, klar. Wenn Sie denen sagen würden, liebe Leute in der Buchhaltung, mein Ziel ist, in 2 Jahren die Kaiserschnittanzahl auf 20% zu senken. Was sagen die dann? Das weiß ich nicht, was die sagen. Das sind zwei unterschiedliche Ebenen. Wir haben die Ebene, wir haben die medizinische Ebene, wir haben die Ebene mit der Patientin und die Geschäftsführung hat die ökonomische Ebene. Das ist vollkommen richtig. Es ist schwer, das unter einen Hut zu bringen. Finden Sie denn das Ziel richtig? Das Ziel, nochmal, das war die, das die Ziel. Anzahl der Kaiserschnitte auf ein Minimum zu reduzieren. Auf ein Minimum, also ich glaube, dass wir sie senken können, ja. Ich glaube auch, dass es sinnvoll ist, sie zu senken. Wobei die Frage ist, wie wir das machen, das ist die schwierigere Frage, weil es ist ja eben schon mal angeklungen, welche unterschiedliche Faktoren zu dieser Kaiserschnittrate führen, ja. Also das Patentrezept, wie wir sie jetzt senken sollen, das kann ich Ihnen jetzt hier nicht liefern, aber ich glaube schon, dass es sinnvoll wäre, sie zu senken. Ja. Hat jemand? Ja, gerne. Ich mache hier, dann komme ich rüber und Sie dürfen auch gerne, Sie haben ja Mikrofone. Ich meine, solange nicht mehr Hebammen eingestellt werden in den Krankenhäusern und ich höre von meinen Patientinnen, ich selbst bin Hebamme, mache keine Geburtshilfe mehr aufgrund der hohen Versicherung. Wenn ich aber höre, dass, was meine Patientin mir, ich habe eine Praxis in Essen, erzählen, dass um 22.11 Uhr wird das Kind geboren, ein Arzt stürzt um 21.50 Uhr rein mit den Worten, ach Gott, und jetzt auch noch bei Ihnen eine Spontangeburt. Ich hatte heute schon 15 Sektionen. Die Frau hat sonntags geweint. Es war die einzige Spontangeburt in einem Essener Krankenhaus vor ein paar Wochen. 14 Mal im OP zu sein, ist doch nur noch ein zeitliches Ding. Das ist ja kein Einzelfall. Ich werde als ohne Geburtshilfe versichert zu sein, mittwochs angerufen, ob ich freitags, samstags, sonntags einen Dienst übernehmen kann im Krankenhaus. Man könnte die Dienste nicht besetzen. Ich weiß aus erster Quelle von den Frauen und den Männern, die Frauen haben Schmerzen, das ist eine. Aber die Männer, die sind ja ziemlich klar dabei. Und wenn die mir sagen, dass über Wochen eine Hebamme im Kreissaal ist, und alle immer wieder sagen, da sind 6, 8, 10 Frauen mit einer Hebamme, kann ich mich nur meiner Kollegin anschließen. Es wird noch mehr Tote geben und das erste tote Kind hatten wir ja nur in Berlin vor 2 Wochen etwa. Ne? Also mehr Hebammen, das halte ich jetzt mal fest. Mehr Hebammen in den Kreißsälen. Mhm. Ja. Ich möchte verschiedene Punkte, darf ich das? Nee. Sag ich einmal laut, muss ich bei eigentlich jeder Veranstaltung sagen, ich als Moderatorin gebe es nicht aus der Hand. Das stimmt, das tut mir auch leid.
Antwort gekriegt, dann werde ich mich damit abfinden. Also mir schwimmen wirklich so viele Gedanken im Kopf und danke. Das ist aber gewagt, ne? Weil ich habe Ihnen auch spontan zugestimmt, als Sie sagten, wie Sie fragten, was braucht es denn? Es braucht mehr tote Babys. Ich glaube, das ist tatsächlich so, weil ich glaube, dass die Gesellschaft zum jetzigen Zeitpunkt so funktioniert, dass alles andere nicht interessiert. Und deswegen war meine erste Reaktion, als ich den Film gesehen habe, auch, wow, danke, das ist ja nochmal mehr ein Argument, was eine Chance hat, gehört zu finden, weil alles, was mit Selbstbestimmungsrecht oder Recht auf körperliche Unversehrtheit oder im weitesten Sinn mit Human Rights in Childbirth für Mutter oder Kind zu tun hat, hat ja eigentlich überhaupt keinen Wert. Und es wird in der heutigen Mediengesellschaft überhaupt nicht wahrgenommen. Also das mal so, das ist meine Wahrnehmung, ehrlich gesagt. Und ich habe das Gefühl, das Einzige, was interessiert, sind medizinische Argumente, bis hin dann im schlimmsten Fall, da konnte ein Leben leider nicht gerettet werden, durch die Situation, wie sie sich jetzt entwickelt hat. Und ich möchte aber auch gerne was zu Ihnen sagen, Herr Neuhaus, weil ich finde, also wenn danach gefragt wird, was sind denn die ökonomischen Anreize, da kann man vielleicht mal ein paar Zahlen nennen. Und bitte korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, aber meines Wissens ist es so, dass ein Kaiserschnitt über doppelt so viel Geld gibt von der Krankenkasse als eine natürliche Geburt, obwohl sie natürlich planbar ist. Deutlich kürzer ist es als eine natürliche Geburt und ganz viele organisatorische, logistische Vorteile bietet. Und das ist ja durchaus und auch, glaube ich, undiskutierbar ein ganz wichtiger Grund, warum die Rate so hoch gestiegen ist. Und 40% in Ihrem Krankenhaus ist auch mehr als der bundesdeutsche Durchschnitt. Entnehme ich dem eine Möglichkeit, und dann können Sie gerne antworten, eine Möglichkeit, die Kaiserschnittrate zu senken, wäre erstmal gleiches Geld für beides? Die natürliche Geburt angemessen zu honorieren. Das ist ja auch eine Forderung, die politisch gestellt wird. Und ich habe eine Frage an Sie. Ich würde gerne wissen, wie hoch der Anteil in Ihrer Klinik ist von allen Kaiserschnittgeburten. Wie viele Kaiserschnitte davon sind geplant, werden also terminiert? Und welche Prozentzahl sind wirkliche Notkaiserschnitte? Ich nehme es dann mal. Ich gebe es mal da hinten hin, denn also, da muss ich nicht immer so weit laufen. Wenn da hinten Fragen sind, dann geben Sie vielleicht der Nicole ein Zeichen. So, bitte. Ja, Notkaiserschnitte sind Gott sei Dank ganz wenige. Das ist aber, das hängt aber mit dem, sagen wir mal, mit dem nicht korrekten Gebrauch des Begriffes zusammen. Ja? Es ist also Notkaiserschnitt, das ist der Kaiserschnitt, der wirklich, wo es auf jede Minute ankommt. Das ist eine Situation, die wir gar nicht gerne haben, die wir versuchen zu vermeiden. Das sind Gott sei Dank ganz, ganz wenige. Sie meinen die sekundären Kaiserschnitte aus dem Das sind ganz wenige. Ja. Die sekundären Kaiserschnitte, also ich glaube, worauf man hinweisen muss, ist, dass erstens bei den die geplanten Kaiserschnitte und vielleicht noch was zu den 40%, das ist natürlich nicht über dem Durchschnitt der Perinatalzentren. Ja, wenn Sie sich die Level 1 Perinatalzentren angucken, dann ist es sogar unter dem Durchschnitt. Ne? Die setzen sich bei uns zusammen, wie gesagt, aus einem Teil, der dieses Perinatalzentrum betrifft, das sind die Hochrisikogeburten, das sind extreme Frühgeburten etc., die muss man im Prinzip rausfiltern, weil das sind nicht die Frauen, die am Ende einer ganz normalen Schwangerschaft vor ihrer Geburt stehen. Ja, das ist der eine Punkt. Wenn man die Gruppe jetzt nimmt, dann haben wir einen Anteil geplanter Kaiserschnitte und die meisten dieser geplanten Kaiserschnitte sind relative Indikationen, das heißt, sind keine absoluten Indikationen, sind keine zwingend notwendigen Kaiserschnitte. Ja, das ist, glaube ich, ein Thema, über das man gleich auch noch mal ein bisschen ausführlicher reden muss. Was nicht heißt, dass man die nicht machen muss oder vielleicht teilweise nicht doch machen muss, aber es sind die absoluten Indikationen, wo man sagen würde, da geht nur der Kaiserschnitt. Das ist eine ganz kleine Gruppe letztendlich nur. So, die sekundären Kaiserschnitte aus dem Geburtsverlauf heraus sind zum größten Teil keine Notkaiserschnitte, sondern sind Kaiserschnitte eben wegen eines Geburtsstillstands, weil es eben nicht weitergeht. Die Situation, die Sie eben geschildert haben, die Sie aus der Hausgeburtshilfe auch ab und zu mal haben, die haben wir natürlich auch bei der Klinikgeburt. Und es sind sekundäre Kaiserschnitte, wenn es dem Kind nicht gut geht, wenn Sauerstoffmangel droht. Und dann machen wir den Kaiserschnitt möglichst nicht erst dann, wenn er ein Notkaiserschnitt ist, sondern möglichst zum Zeitpunkt, wo wir den auch noch in Ruhe durchführen können. Das setzt sich so zusammen. Ich würde mal sagen, diese sekundären Kaiserschnitte, das ist sicherlich eine Rate, die liegt so um die, ja, vielleicht bei 10%. Der Rest sind geplante. Ja? Und ich glaube, der Punkt, an dem wir ansetzen müssen, wenn wir überlegen, was können wir vermeiden, dann sind das schon die geplanten. Ja? Dann sind das die geplanten, wo man wirklich drüber reden kann. In jedem einzelnen Fall musste das sein,
Warum musste das sein? Was war der Grund dafür? Und die Gründe sind vielfältig. Frau Stolz, Sie wollten dazu was sagen, oder? Ja, ich wollte auch zu den 40% Ihnen eine Frage stellen. Wenn wir von unserem Standard hier ausgehen in Deutschland und mal ein bisschen über den Tellerrand schauen in ein anderes Land, allen voran Angola, eines der ärmsten Länder der Welt mit einem geringsten medizinischen Standard und einer sehr hohen Säuglingssterblichkeitsrate von 167 auf 1000 Lebengeburten. Wenn wir diese alle durch Kaiserschnitte retten könnten, hätten wir eine Quote von 16,7%. Das mal im Vergleich zu Ihren 40. Können Sie das erklären? Ja, also ich lasse mich nochmal nicht auf die 40 ein. Wie gesagt, ja, es gibt in Köln zwei Level 1 Perinatalzentren. Das heißt, das ist für eine Stadt wie Köln ist das wirklich wenig. Das heißt, die gesamten Hochrisikofälle sammeln sich in diesen beiden Zentren. Ja? Es gibt in Düsseldorf gibt es 3, in Duisburg gibt es 2. Ja? Das heißt, rechnen Sie es mal auf die Einwohnerzahl um. Das heißt, diese Hochrisikofälle sammeln sich ausschließlich in diesen beiden Kliniken, der Uniklinik und bei uns. Das heißt, damit hängen diese 40% zusammen. Aber vielleicht ist das dann auch das letzte Mal, dass wir die 40% erwähnen, weil das ist, glaube ich, nicht der Punkt, um den es geht. Ich würde auch so, tatsächlich aber das, gerne, was Sie gesagt genau. haben, das ist ja die Frage, was ist denn notwendig, um im Rahmen einer normalen Geburtshilfe eine sichere Geburtshilfe zu leisten? Eine sichere Klinikgeburtshilfe. Und da haben Sie eben diese 16% angeführt und da bin ich überhaupt nicht von Ihnen entfernt. Ich kann die Zahlen nicht genau errechnen, aber ich würde vermuten, dass das so in dieser Größenordnung liegt. Nicht bei 30, sondern bei 16, ja. Ich meine, Sie hätten vorhin 30 gesagt, wenn man die Hochrisikofälle rausrechnet, wären es 30 ja. gewesen. Ich würde gerne, ehrlich ja, gesagt, von ja, den Zahlen ich, ein bisschen... Ich, Ihnen ich würde gerne von den Zahlen aber ein bisschen wegkommen und wieder auf die größere Linie kommen, nämlich... Es geht um die Gründe, es geht darum, warum. Genau, und mir geht es darum, genau, da anzusetzen. Ich habe jetzt, also wir haben ja mehr Hebammen in die Kliniken, Bezahlung ist ein Thema, Frau Müller... Nein, auch davor, genau. Frau Müller-Markfurt. Zuerst möchte ich einen Punkt klären. Sie haben gesagt, Sie haben auch dieses Problem, es geht nicht weiter. Und dann sagen Sie Geburtsstillstand und dann muss man einen Kaiserschnitt machen. Es gibt den Geburtsstillstand, den was klinischerweise Geburtsstillstand genannt wird. Das ist nicht nur, wenn weder die Muttermundsöffnung weitergeht, noch das Kind weiter runterkommt. Es wird auch gebraucht, wenn eine sogenannte Venenschwäche eintritt. Das ist etwas ganz anderes. Wenn ein Muskel, der Uterus ist ein Muskel, stundenlang gearbeitet hat, ich möchte Ihre Arme sehen, wenn Sie mal 10 Stunden lang immer nur so, was Ihr Bizeps dazu sagen würde. Und dann braucht der Mann eine Ruhepause. Und dann hat das Kind ja auch. Das Kind hat doch keine Probleme, wenn die Wehen weniger werden. Das ist nicht im Stress, das ist nicht oft schon mal gar nicht in Gefahr. Die Mutter kann sich ausruhen. Der Papa kann sich ausruhen nach so vielen Stunden. Und die Hebamme freut sich, wenn die auch mal ein paar Minuten die Augen zumachen kann. Und haben Sie dann die Erfahrung, dass genau in so einem Moment dann ein Kaiserschnitt gemacht wird zum Beispiel? Von ärztlicher Seite hört man immer, Geburtsstillstand, Wehenschwäche, Drama, wir müssen in den OP. Das ist das eine. Jetzt warum, wie kriegen wir die Kaiserschnittrate runter? Das ist ja eine Ihrer Fragen. Es weiß niemand mehr, was normale Geburtshilfe ist. Die Hebammen schon, oder? Ja, die Hebammen lernen in Kliniken, wo niemand mehr weiß, wie eine normale Geburt betreut wird. Das ist der Punkt. Das ist das große Problem und ich klage niemand an, das hat sich so entwickelt. Nur man will es nicht sehen und das ist das Problem. Und die Geburt ist ja nach 9 Monaten Schwangerschaft, das dürfen wir auch nicht vergessen. Und die Vorbereitung für eine gute Geburt, gut, nicht mit allen Schmerzen und allem drum und dran, und 20 Stunden kann es sein beim ersten, diese Vorbereitung wird in der Schwangerschaft gemacht durch eine betreuende Person, Hebamme, nicht, referenziell, die sich intensiv und sehr nah um diese Frau kümmert. Da ist dann ein Vertrauensverhältnis etabliert sich da und die Frau weiß, ich kann mich auf diese Hebamme Frau verlassen. Ich weiß, ich kenne die Frau, ich kann mich doch auf die Frau verlassen. Ich weiß, die zieht das durch, die macht, die lässt sich nicht bange machen. Und wenn die schwach wird und ich schubse die ein bisschen, die geht wieder. Und Frau Döppinghaus, das schließt ja an das an, was Sie vorhin gesagt haben, oder? Dass die Frauen dann irgendwie, nee,
Angst haben vor Kontrollverlust, kann man denen das dann nicht auf dem Weg dahin nehmen? Also ich würde der Kollegin zustimmen, dass wir nicht in Richtung Standardisierung und Formalisierung denken dürfen. Also Geburt ist kein Prozess, den ich steuern kann. Das heißt, dass wir aus einer naturwissenschaftlichen Perspektive, wie es im Moment läuft und wie wir es alle gelernt haben, mit Venentropf und so weiter, nicht wirklich weiterkommen. Aber wo ich mich vehement gegen aussprechen würde, ist, dass die Hausgeburtshebammen die besseren Hebammen sind. Also diese Polarisierung, der möchte ich hier nicht folgen, sondern ich glaube, dass man auch eine sehr gute Ausbildung genießen kann in einer Klinik. Also eine Klinik ist nicht dadurch schlecht, dass sie eine Klinik ist, sondern wir sind in Prozesse mittlerweile involviert, dass es immer einen Schattenmann gibt im Kreissaal und in Diskussionen, nämlich das ist der Betriebswirt, der immer mitschwimmt. Aber ich kann einen ganz normalen Begleitungsvorgang natürlich auch in einer Klinik lernen. Die kann ich bei einer Hausgeburt lernen, aber ich kann es auch in einer Klinik lernen. Also das schließt sich aus meiner Perspektive nicht aus. Sie. Nee, ich halte das doch. Gut, dann rede ich jetzt mit meinen Händen mit. Also ich möchte nochmal auf das ökonomische Problem zu sprechen kommen. Und zwar glaube ich nicht, Herr Professor Neuhaus, dass Sie am Wochenende sagen, oh Gott, wir haben diese Woche 2 Kaiserschnitt zu wenig gemacht, wir müssen nächste Woche da mehr ran. Ja? Das ökonomische Problem ist meiner Meinung nach eher, Ihre Klinikleitung freut sich, wenn Sie jeden Monat mehr Zahlen bringen und am Jahresende mehr Zahlen dastehen. Ja? Aber was ist mit den Hebammen, die diese Mehrzahlen betreuen müssen? Ja? Ich denke, da ist das ökonomische Problem, dass es zu wenig Stellen gibt, um eine adäquate Betreuung der Frauen zu gewährleisten in der Klinik. Also sprich 1:1 oder maximal eine Hebamme, 2 Frauen. Ja? Dann wäre eigentlich schon der erste Schritt getan, um den Frauen eine natürliche Geburt zu gewährleisten und sie nicht mit PDA oder sonst welchen Mitteln ruhig zu stellen und dann eine Stresssituation ja, selbst organisiert zu haben. Einmal für die Frau, das Kind und für die Hebamme und die Ärzte natürlich dann auch. Das ökonomische Problem liegt einfach im Stellenschlüssel, in dem ganzen Klinikskonzept letztendlich und da muss angepackt werden. Also ich möchte Ihnen jetzt nicht zutrauen, die Kaiserschnittrate zu erhöhen, um irgendwas bezahlen zu können oder was auch immer. Vielen Dank, das ist nett, ja. Nein, ich kann Ihnen nur hundertprozentig zustimmen. Ja, das ist gar keine Frage. Das gilt für den Stellenschlüssel der Hebammen, das gilt auch für den ärztlichen Stellenschlüssel. An der Stellschraube wird immer wieder angesetzt und gedreht, sprich gespart. Und das ist für die Arbeit nicht vorteilhaft, das ist gar keine Frage. Und was passiert dann, wenn Sie sich dagegen wehren und sagen, wir brauchen die Hebammen? Oder wehren Sie sich und sagen, wir brauchen die Hebammen? Natürlich wehren wir uns, mal mit etwas mehr Erfolg, mal mit etwas weniger. Aber das ist ein schwerer Prozess, mit dem wir eigentlich auch ständig beschäftigt sind. Ja? Uns gegen die Gegenstellenkürzungen zu wehren, ja, ist richtig. Könnten Sie dann nicht gegenüber der Politik, also jetzt speziell der Kommunalpolitik, formulieren, dass es gewisse Probleme gibt, die es notwendig machen, mehr Hebammen einzustellen? Ja, natürlich. Ich glaube, das geschieht auch. Ja. Es ist schon so, dass auch die Verbände, unsere Berufsverbände, sich da engagieren, aber der Erfolg ist begrenzt. Also Thema jetzt im Kleinen. Ja, wir haben neben den festangestellten Hebammen haben wir Beleghebammen, ja, um eben auch den Frauen, die das möchten, von vornherein halt die Möglichkeit zu geben, mit einer Hebamme, die sie vielleicht schon in der ganzen Schwangerschaft betreut hat, dann zur Geburt zu kommen. Und genau mit diesen Beleghebammen war natürlich auch das Versicherungsthema entsprechend heikles. Ja? Und da haben wir uns schon dafür sehr eingesetzt, dass zumindest gewisse Beiträge oder gewisse Unterstützungen seitens der Klinikleitung auch stattgefunden haben. Ja, im Rahmen des Möglichen. Man würde gerne mehr erreichen, aber das ist schon ein Thema, für das wir uns engagieren. Also die Hebammenbetreuung ist essentiell. Ich würde mich so ein bisschen dagegen wehren, da jetzt immer so eine Front aufkommen zu lassen. Ja, die Hebammen auf der einen Seite, die ärztlichen Geburtshelfer auf der anderen Seite, die ja auch heute fast nur Geburtshelferinnen sind. Ich bin da in der Klinik ja einer von ganz wenigen, so wie hier jetzt auch. ja, also die Hebammenbetreuung ist die Basis. Das ist auch ein schöner Satz. Ja. Frau Dörpinghaus, dann Frau Hartmann.
wenn die Hebammen die Basis sind, muss man sich die Frage stellen, warum der ärztliche Sektor seit Jahren ausgebaut wird. Darüber gibt das Pflegethermometer die letzten Jahre sehr schön Auskunft, und der Pflegesektor, worunter die Hebammen dann auch gezählt werden, abgebaut wird. Das ist Pflegethermometer. Seit, ja, Pflegethermometer, das erhebt das Deutsche Institut für angewandte Pflegeforschung in Köln. Da kann man sich das Datenmaterial aus dem Internet sehr schön ziehen, und das ist seit Jahren beobachtbar, wie die Zahlen diesbezüglich in den Kliniken runtergehen und der ärztliche Sektor steigt. Dazu wollte ich aber nicht sagen, sondern das, was die Kollegin Sabine Ende vorhin gesagt hat, daran würde ich gerne anschließen, und zwar berichten von einem Erlebnis, und zwar zum Stichwort Boni in den Krankenhäusern. Ich war vor 2 Jahren mit Studentinnen in Leverkusen. Da hat der von mir sehr geschätzte Kollege Giovanni Maio einen Vortrag gehalten, und zwar zum Thema Boni und dem ökonomistischen Prinzip in den Kliniken. Und der Vortrag ging 50 Minuten, und Herr Maio skizzierte, welche Ausmaße es mittlerweile hat. Also dass Ärzte, um das kurz zu sagen, Geld dafür bekommen, genau, wenn sie eine bestimmte, genau, Anzahl von irgendwas erreicht haben. Genau. Und er hat das dargelegt als Medizinethiker. Und für mich sehr interessant war in dieser gesamten Diskussion, dass irgendwann, also der Saal war voll mit Ärzten, und irgendwann ist jemand aufgestiegen und hat gefragt, ab wie viel 1.000 Euro das denn ethisch problematisch wäre. Und das war etwas, wo ich gedacht habe, warum sprechen wir nicht darüber? Also was mittlerweile für Handlungsleitlinien in den Häusern, in den Krankenhäusern passieren? Also das ist doch das Erste, worüber wir sprechen müssen. Wir müssen doch nicht über irgendwelche Sektio-Quoten sprechen, sondern was sind die Hintergründe, was da passiert? Also ich will dem Herrn Neuhaus hier nichts unterstellen. Also das ist nicht das Thema, also was Hohlweide und so weiter, da habe ich keinen Einblick. Aber dass es das gibt, und dass die Quoten innerhalb von Deutschland sehr unterschiedlich sind und dass man sich überlegen muss, je nach Region, wie kann es sein, dass wir eine Quote haben von 60-70% und in anderen Regionen von 20-30%. Die Frage ist berechtigt. Und da ist die Frage, was passiert. Das ist keine Frage an Herrn Neuhaus, ich möchte ihm hier nichts unterstellen. Ich will nur sagen, es gibt's. Und das wäre ein Hebel, wo man ansetzen muss, sagen Sie. Nein, also für mich wäre die Frage, als was versteht sich ein Mediziner? Und ich würde immer sagen, wenn ich zum Herrn Neuhaus komme, dass ich den Anspruch habe auf eine anwaltschaftliche Vertretung. Also dass er meine Interessen in dieser Ausnahmesituation vertritt. So würde ich seinen Berufsstand verstehen. Das wäre meine Interpretation. Genauso, wenn ich mich in die Hände einer Hebamme begebe, würde ich immer sagen, die wird jetzt meine Interessen vertreten, weil ich dazu jetzt nicht mehr so 100% in der Lage bin. Und wenn aber andere Dinge im Hintergrund schwingen wie Boni, kann ich mir natürlich überlegen, wie sehr meine Interessen vertreten werden. Und das ist etwas, wo die Berufsstände sich grundsätzlich Gedanken drüber machen sollten. Und das ist das, was in dieser Gesellschaft nicht diskutiert wird, aus meiner Sicht. Frau Hartmann, Sie können gleich was dazu sagen, Herr Neuhaus, aber Frau Hartmann hat schon die ganze Zeit... Ja, ich sitze hier und in Bezug auf die Senkung der Kaiserschnittrate haben wir angesprochen, die Ökonomik beleuchtet von unterschiedlichen Seiten, DRG-System oder auch Personalschlüssel, der einfach nicht stimmt. Und wir haben beleuchtet die Ausbildung der Geburtshelfer, wo auch meiner Ansicht nach die Dinge nicht optimal laufen. Aber ich glaube, ein ganz wichtiger dritter Zweig ist die Forensik und die Angst vor juristischen Verfahren, die sich ergeben aus Fehlhandlungen oder vermeintlichen Fehlhandlungen im Verlauf einer Geburtsbegleitung. Das ist ein Riesenthema, was auch, glaube ich, viele Entscheidungen mitbestimmt im Kreissaal unter Geburt, gar nicht mal so bewusst. Ne? Ich mache das jetzt, weil wenn die mich dann verklagt, dann habe ich ja was gemacht. Das ist subtiler als das, glaube ich, dass diese Angst vor der Verantwortlichkeit des eigenen Handelns, das wird gerade Medizinern in der Ausbildung eingeimpft, Hebammen auch, und wird dann so weiter kolportiert. Und das Problem an der Sache ist einfach, dass diese Art von juristischer Beweisführung, die wir derzeit auch in Deutschland vor Gericht haben, nicht evidenzbasiert ist. Was heißt das? Dass die nicht auf
Dingen basiert, die tatsächlich im Blick haben, was das Beste für Mutter und Kind ist. Vor Gericht ist wichtig, das, was ich und der Herr Etzbach, der Herr Anwalt im Publikum, möge mich korrigieren, gegebenenfalls. Vor Gericht ist das wichtig, was ich abheften kann, ganz banal gesagt. Und das ist zum Beispiel der Ausdruck des CTGs. Wir wissen, dass die Maschinen, diese CTG-Maschinen, ganz unterschiedlich gut zuverlässig arbeiten, ne, wann die gewartet worden sind. Da gibt es Fehlerquellen wie, das Papier ist falsch eingelegt worden und schreibt deshalb doppelt so schnell. Und deshalb, ne, kriegen alle Leute Panik, die kurz reinkommen und drauf gucken und denken sich, um Gottes Willen, wir müssen jetzt ganz schnell handeln und dabei hat es ganz andere Ursachen und so weiter und so weiter. Und solange wie sich das nicht ändert oder zumindest in Frage gestellt wird, dass vor Gericht das wichtig ist, was man abheften kann, was auf dem Papier steht, das CTG und so weiter und so weiter. Ich glaube, dass sich auch so lange auch unter anderem Kaiserschnitt oder überhaupt Interventionsraten unter der Geburt in Deutschland nicht so werden senken lassen, wie das eigentlich notwendig wäre. Ich versuche das mal für mich zu übersetzen. Das heißt, Sie sagen so als ein Hebel, man müsste dem Arzt oder der Ärztin mehr Handlungsspielraum dann einräumen. Mehr Dinge in Betracht zu ziehen, als das, was man im Ordner letztendlich abheften kann. Ja. Okay, Herr Neuhaus, hätten Sie denn gerne mehr? Also ich bleibe jetzt mal bei diesem letzten Thema. Es waren eben das... Es waren jetzt zwei verschiedene Dinge. Sie bräuchten allmählich einen Zettel, ne? Ja, und Stift. Ja, ich brauche einen Zettel. nee, geht noch so. Nein, gut, das Juristische ist gut, dass Sie das angesprochen haben, weil das ist ein wichtiges Thema. Wobei, das ist ja auch das, was man immer liest, ja, das, also die Angst vor der Klage und so weiter. Dazu muss ich sagen, das Juristische ist ein Problem, aber es ist nicht die Angst vor der Klage, ja? Weil der Klage liegt ja ein Sachverhalt zugrunde, den ich nicht haben möchte. Ja, das heißt, also wenn ich die Situation habe, dass bei einer Geburt ein Kind einen Schaden davon trägt, sei es, dass es verstirbt, sei es, dass es die Folge hat, dass es lebenslang mit einer schwerwiegenden Behinderung leben muss, dann ist das der Punkt, um den es geht und nicht die Klage, die daraus resultiert. Ja, das heißt, das, was ich nicht möchte in meinem Kreissaal, und das, ja, weder ich persönlich noch bei meinem Team, ist, dass das passiert, dass wir hinterher dann verklagt werden. Das ist ein unangenehmer Begleiteffekt, aber das ist nicht der Punkt, um den es geht. Wenn es nur um die Klage ging und ich sagen könnte, Hauptsache, ich werde nicht verklagt, das wäre eine extrem zynische Sicht. Ja? Das eigentliche Problem ist das behinderte Kind. Ja? Das ist das, was ich vermeiden will. Deswegen ist die Angst vor der Klage nicht das Problem. Das juristische Problem ist ein ganz anderes. Das juristische Problem ist, dass wir heute gezwungen sind, im Rahmen der Aufklärung, also schon sozusagen prophylaktisch, über alle möglichen Risiken aufzuklären, auch über sehr, sehr niedrige Risiken aufzuklären, wenn mit der Verwirklichung dieser Risiken schwerwiegende Folgen verbunden sind. Und ein verstorbenes Kind oder ein behindertes Kind ist natürlich eine schwerwiegende Folge. Das bedeutet, wir müssen mit der Frau über alle möglichen, auch kleinen zusätzlichen Risikofaktoren, die sie hat, wenn sie sie hat, müssen wir sprechen. Und wenn wir das nicht tun und es tritt dieses Risiko bewahrheitet sich und es passiert dabei etwas, dann können wir alles richtig gemacht haben. Ja? Das heißt, es muss überhaupt kein Behandlungsfehler stattgefunden haben, sondern allein die Tatsache, dass wir nicht über dieses Risiko aufgeklärt haben, führt dazu, dass wir in diesem Verfahren, das dann kommt, sozusagen, das ist schon von vornherein entschieden, das Verfahren. Und das ist einer der Gründe für die hohe Kaiserschnittrate. Das heißt, wenn ich eben gesagt habe, die meisten Kaiserschnitte werden aus relativer Indikation durchgeführt, dann muss ich bei einer Frau, deren Kind natürlich in Beckenendlage liegt, aufklären. Ich muss darüber aufklären, wenn es zwei Kinder sind statt einem. Ja, obwohl eine Zwillingsgeburt überhaupt keinen Kaiserschnitt erforderlich macht in ganz vielen Fällen. Trotzdem muss ich darüber aufklären, dass das Risiko für den zweiten Zwilling höher ist, als wenn er nur ein Einling wäre. So, ich muss darüber aufklären, wenn sie einen Kaiserschnitt in der Vorgeschichte hatte, muss ich über die Uterusruptur aufklären. Das heißt, wenn das Kind etwas deutlich über 4 Kilo wiegt, muss ich über die Schulterdystokie aufklären. Das heißt, ich muss über alle möglichen Dinge aufklären und muss versuchen, diese Aufklärung so zu gestalten. Und das ist wiederum der Handlungsspielraum, den wir haben. Das ist aber die Frage, wie wir damit umgehen. Ich muss versuchen, diese Aufklärung so zu gestalten, dass ich einerseits dieser Pflicht nachgekommen bin, dass ich also auch dokumentieren kann, ich habe aufgeklärt, das muss ich tun, ja. Andererseits aber bei dieser Frau jetzt nicht ein extrem überzogenes Maß an Ängsten
produziere, das zwangsläufig darin mündet, dass nur noch der Kaiserschnitt in Frage kommt. Haben Sie eine Idee, wie man den Ärzten das ist das juristische Problem. Haben Sie eine Idee, wie man den Ärzten da helfen kann? Also das setzt ja wieder an, dass die Frauen dann nicht oder die Familien am Ende Panik kriegen und sagen, oh, jojojo, ich muss jetzt doch einen Kaiserschnitt machen. Ja? Wer hat ja gesagt? Sie waren der Anwalt, oder? Nee? Sind das immer noch? Welche Idee haben Sie denn? Seit 20 Jahren. Also die Idee, die fängt eigentlich damit an, dass eine Geburt 9 Monate dauert. Irgendwo fehlt die Aufklärung. Für die Mütter. Mehr als jetzt da ist. Also Sie plädieren jetzt gerade für eine Begleitung von Anfang an? Ja, ich würde sogar sagen, das geht weiter. Die Sensibilisierung der Gesellschaft ist vonnöten. So ein Film gehört eigentlich irgendwie mit so einem Vorführzirkus in alle Schulen. Also, mehr Aufklärung. Sie nicken, Frau Desiree. Ja? Wo denn? Jetzt wollten Sie hier. So, kommen Sie ruhig nochmal, ist auch schön. Aber Sie kriegen es trotzdem nicht. Ja. Die Nöte des Dr. Neuhaus, die kann ich verstehen. Wir haben auch dasselbe Problem, die Juristen. Wir müssen auch auf alles Mögliche achten und aufklären. Nicht so nah, bitte. Doch, weil sonst versteht, pass mal auf, so, da versteht doch kein Mensch. Also deswegen muss ich das so machen. Aber zum Beispiel kam mir gerade in den Sinn, wenn ich als Frau weiß, ich kriege ein Kind, habe ich noch 9 Monate Zeit, dann kann ich zum Beispiel auch Bücher über so Sachen lesen, mir Filme angucken, ich kann irgendwelche Sachen abarbeiten und bin dann schon dem Arzt, der mich dann mit problematischen Sachen behandeln soll, komme ich schon auf der Hälfte oder mehr des Weges entgegen, weil ich dann auch schon was weiß. Ja, keine Frage. Frau Desiree. Ich habe ganz viele Gedanken im Kopf, aber Sie haben ja gerade ein Stichwort gegeben. Sie haben als ein relatives Ausschlusskriterium ein Kind genannt, was über 4 Kilo ist. Aber woher wissen Sie, dass ein Kind, wieso vermuten Sie, ein Kind ist 4 Kilo? Wieso kann das eine Grundlage sein, um der Frau zu sagen, bei einem 4-Kilo-Kind müsste man einen Kaiserschnitt in Erwägung ziehen? Und wir merken das im Gespräch mit, das ist jetzt überhaupt nicht evidenzbasiert oder wissenschaftlich untersucht, aber wir kriegen es mit im Gespräch mit ganz vielen Müttern, dass das ein Riesenproblem ist, wenn man den Müttern sagt, dein Kind ist viel zu groß. Und wenn dann keine Hebamme oder Mutter oder Oma ist, die sagt, du warst auch so ein Brocken, du schaffst das, auch wenn du so ein Schmalhans bist, dann ist die Frau verunsichert. Und wenn dann der Arzt kommt, der ja erstmal auch eine Vertrauensperson ist und der meint es, der muss es ja, wie Sie sagten, auch sagen und aufklären. Das Kind, ich sage es jetzt mal, soll angeblich 4 Kilo haben, und deswegen könnten wir einen Kaiserschnitt, würden wir den empfehlen, wie sie so aussehen und noch ein paar andere Gründe, dann verunsichert das die Frauen. Und das ist, finde ich, ein großes Problem. Ja, ich widerspreche dem gar nicht. Ja? Zunächst mal, 4 Kilo ist nicht die Grenze. Ich habe eben gesagt, deutlich über 4 Kilo. Also eigentlich geht es um 4,5. Also es geht schon um wirklich schwere Kinder. Ja? Aber das Zweite ist, wir müssen der Patientin nicht den Kaiserschnitt empfehlen. Wir müssen nur über eine erhöhte Risikolage aufklären. Wir müssen ihr nicht den Kaiserschnitt empfehlen. Aber ich komme auf das zurück, was Sie gemeint haben. Sie haben vollkommen recht. Wir würden auch gerne geburtshilflich so das Gesamtbild sehen. Ja? Nicht nur, wie ist das Schätzgewicht des Kindes, das natürlich auch kein exaktes Gewicht ist. Ja, wir haben eine Schwankungsbreite in beide Richtungen, das wissen wir. Orientieren können wir uns zunächst mal nur an dem, was wir gemessen haben. Wir wissen, dass das nicht exakt ist. Das müssen wir auch mit der Frau besprechen. Aber schauen, ist das das erste Kind? Hat die schon Kinder mit einem hohen Gewicht auf die Welt gebracht? Wie ist ihre eigene Konstitution? Ist das eine kleine, zierliche Frau? Passt das? Ja? Also praktisch so das Augenmaß, ja? Und die Erfahrung, vollkommen richtig. Und damit komme ich aber nochmal auf das zurück, was ich eben gesagt habe, nämlich unsere Aufklärungspflicht. Dieses Augenmaß wird uns hinterher, wenn eine Schulterdystokie passiert ist, wird uns dieses Augenmaß niemand abnehmen. Es wird niemand sagen, von juristischer Seite, du hast das super eingeschätzt, du hast dir die Frau angeguckt, sondern es wird jeder sagen, du pass mal auf, das Kind hat 4600 Gramm gewogen, ja, du hast das auch im Vorfeld mit deiner Ultraschallmessung in etwa abgeschätzt, das steht da sogar.
Du musstest mit der über die Schulterdystokie sprechen. Du hast es nicht getan. Jetzt und muss ich mal hier sprechen. Sie wollten auch was sagen. Ich habe in dieser ganzen Diskussion ein bisschen das Problem, dass es immer um wirtschaftliche Dinge geht, um alles, was mit Klinikaspekten zu tun hat. Meiner Meinung nach bestehen gebärende Frauen nicht nur aus einem Körper, sondern vor allen Dingen aus einem Geist, der eine Riesenrolle spielt unter der Geburt. Und das fängt bei unserer Sprache an, die wir in der Gesellschaft haben. Und also Frauen werden heute in Deutschland entbunden in den allermeisten Fällen. Sie gebären nicht mehr. Und das zieht sich so weiter durch die Kreissäle und in ganz viele Bereiche. Und ich finde, dass das ein ganz wichtiger Punkt sein sollte, wo mit den Frauen vorher drüber gesprochen werden sollte. Dass die Psyche eine Riesenrolle spielt unter der Geburt und dass das auch bei Geburtsstillständen zum Beispiel eine Rolle spielt. Einfach mal geschaut wird, was braucht denn die Frau gerade? Motto, Hugs before Drugs. Okay. Da hinten, da ist ein Mikro. Irgendjemand hat ein Mikro. Danke. Ja. Genau, wir versuchen hier im Haushalt regelmäßig Schwangerenkaffees anzubieten. Sie müssen auch ein bisschen näher dran halten, das okay, ist das, danke. Was ich immer mache. Also hier im Haus bieten wir Schwangerenkaffees an und versuchen aufzuklären. Und das ist unglaublich schwierig. Also alles in Richtung auch mal Risiko, also fast jede Schwangere hier ist im Haus ein Risikoschwanger. Wir wissen ganz oft gar nicht, warum und die Frauen leider auch nicht. Also wenn man mal nachfragt, was sagt denn ein Arzt, dann heißt es zum Beispiel, wir sind 35, risikoschwanger. Mir fehlt da ehrlich gesagt die Aufklärung auch von den Ärzten und eine Bereitschaft auch auf eine natürliche Geburt. Irgendwie scheint jeder nur noch risikoschwanger zu sein, das rechtfertigt einen Kaiserschnitt. Und da versuchen wir gegenzuwirken in unseren Schwangerencafés und versuchen auch da Aufklärung zu betreiben. Das ist unglaublich schwierig, weil immer wieder der Arzt dahinter steht, der sagt, du bist risikoschwanger, da muss der Kaiserschnitt her. Frau Müller-Markfort, Sie wollten das sagen. Manchmal tun mir die Ärzte ja leid, weil sie sind, ich meine das jetzt wirklich, ehrlich, sie sind doch darauf ausgebildet, sie lernen jahrelang und es kostet viel Geld und sie machen Dienste ohne Ende und werden schlecht bezahlt, aber ihr Blick ist doch auf das Pathologische. Nicht? Wenn Sie in eine Arztpraxis kommen, Sie kommen, weil sie etwas haben, nicht? Und der soll jetzt herausfinden, was sie haben und dann sein Rezeptblock zücken und dann das neueste Medikament verschreiben. Eine Schwangere ist nur eine Frau, die ein Kind, wie man früher so schön sagte, unter ihrem Herzen trägt. Und die ist eigentlich, das passt nicht, das stimmt nicht, nicht, dass die zu einem Facharzt für Frauenkrankheiten geht. Da passt was nicht, solange wie sie nicht krank ist, wie sie kein Problem hat. Das ist das Erste. Das andere, der Gynäkologe in der Praxis sieht die Frau einmal im Monat, dann alle 14 Tage. Der Arzt in der Klinik sieht sie, wenn sie kommt, wenn nichts Besonderes ist, nur wenn sie mit Wehen ankommt. Wir Hebammen, die wir die Frauen in der Schwangerschaft betreuen, wir haben sie alle die Monate und da kann man sich in Gesprächen, 1:1 Gespräche dahinsetzen und dann sieht man doch, wie ist die Frau, wie sagt sie, sagt im Ultraschall oder ich weiß nicht, muss das sein oder noch eine pränatale Untersuchung, man sagt auch, wollen wir eigentlich nicht, egal was, oder sie sagen, egal was dieses Kind hat, ich werde nie abtreiben, ich nehme es so, wie es ist unser Kind. Worauf ich dann sage, dann brauchst du ja gar nichts zu machen. Ne? Musst du gar nichts machen, ist doch gut. Ist gut. Ne? Und wir haben doch eine ganz andere Kenntnis von den Frauen. Und da kann man über Dinge reden, über die sonst nie geredet wird. Kann apropos reden, ich würde gerne noch die letzten, sagen wir mal so gut, 10 Minuten, die wir noch haben, auch noch gerne den Punkt aufgreifen, den ich vorhin am Anfang gesagt habe, nämlich auch noch mal darauf zu gucken, wenn denn ein Kaiserschnitt durchgeführt wird. So, also wir haben jetzt in dem ganzen ersten Teil darüber gesprochen, wo kann man ansetzen, um die Rate zu senken, wo muss man da hingucken. Jetzt würde ich gerne noch mit drauf gucken, was denn, wenn ein Kaiserschnitt durchgeführt werden muss, wie kann man ihn denn so gut wie möglich für das Kind und auch für die Familie durchführen. Passt das dazu? Gar nichts. Fühlen Sie sich jetzt abgeschnitten? Okay, dann dürfen Sie noch. Ich wollte versuchen zu sagen, dass gerade wenn es um Thema Geburt geht, geht es ja um viele Bereiche.
Es kam da vorhin der Einwand Risikogeburten oder Risikoschwangere. Ich habe gelesen, dass das AQUA-Institut 2014 Zahlen herausgefunden hat, dass 76,7%, glaube ich, aller Schwangeren als Risikoschwangere eingestuft werden. Die Tendenz ist steigend. Der Jurist hat gesagt, wir haben 9 Monate Zeit. Ja, die sollte man jetzt nicht zwingend für Aufklärung nutzen, sondern für Erziehung, meiner Meinung nach, in Richtung physiologische Geburt. Denn wenn so viele Schwangere ja ein Risiko haben und entsprechend auch so behandelt werden, dann ist es fraglich, wie ein gutes Vertrauen und den Glauben an die eigene Kraft auch überhaupt zustande kommen. Und da fängt es eigentlich schon an. Und dann ist alles in einem System, dem Gesundheitssystem eingebettet, unter hohen ökonomischen Bedingungen, die falsche Anreize anbieten, siehe nochmal Kaiserschnitt, der eben zu deutlich ja mehr bezahlt wird als eine normale Entbindung. Und also man hat an vielen Ecken Baustellen. Das lasse ich jetzt mal so stehen und jetzt frage ich mal, also das, was ich in dem Film vorhin gehört habe, das zum Beispiel mit dem Mulltuch, halten Sie das für eine gute Idee? Sie so mit all Ihrer Praxis und Erfahrung? Frau Dörpinghaus, ist das eine gute Idee? Auch wenn Sie den Film nicht so toll fanden? Mich würde das Mulltuch nicht interessieren. Mich interessiert eine Mikrobendiskussion nicht, sondern für mich würde, und das beantwortet dann auch die Frage, wie kann man möglichst gut einen Kaiserschnitt durchführen? Für mich wäre die Frage danach, steht die Frau im Mittelpunkt und die Frau mit ihren Bedürfnissen, ja oder nein? Und jetzt ist egal, ob das im OP ist oder ob das auf dem Gebärhocker ist. Also wird die Frau wahrgenommen und zwar mit ihren Bedürfnissen, ja oder nein. Das ist eine Grundsatzdiskussion und alles andere, die Problematiken um Antibiose und so weiter, das wissen wir, das muss auf anderer Ebene geklärt werden, also von Lobbyismus, Pharmaindustrie und so weiter. Also da müssen wir uns nicht über irgendwelche Tücher unterhalten, sondern das Problem ist woanders gelagert. Aber Fokus auf die Frau, nicht auf das Kind, habe ich jetzt richtig verstanden? Ich würde die beiden immer als Einheit verstehen, also ich kann die gar nicht trennen. Also insofern wäre für mich, die Wahrnehmung des Kindes ist nicht, dass wir ein Tuch benutzen. Also das wäre für mich zu verkürzt. Frau Stulz, wie sehen Sie das? Ich sehe das ähnlich. Der Blick auch im OP-Saal sollte immer darauf sein, dass hier nicht eine Operation durchgeführt wird oder ein medizinischer Vorgang stattfindet, sondern dass hier eine Familie geboren wird. Dass ein Kind zur Welt kommt, das eine Mutter hat, das einen Vater hat, an das diese zusammengehören und dass alles dafür getan wird, dass dieser Vorgang Achtung und Respekt widerfährt. Und wie kann das... Was könnte das dann konkret bedeuten? Also was könnte Herr Neuers zum Beispiel, wenn er nach Hohlweide zurückfährt, seinen Kollegen mitbringen, sagen, Mensch, die haben mir einen guten Tipp mit auf den Weg gegeben noch. Neben allem, was wir sowieso schon wissen. Das lässt sich, glaube ich, nicht in einem Wort oder in einem Satz ausdrücken. Da müssen ganz viele Rahmenbedingungen einfach geschaffen werden, dass diese Achtsamkeit auch gelebt wird. Das fängt beim Bewusstsein des medizinischen Personals an und hört mit der Gestaltung des Raumes nicht auf. Frau Desiree, haben Sie eine Idee? Ich komme gleich auch zu Ihnen, Frau Mann. Haben Sie eine Idee? Oder Frau Hartmann? Denken beide noch? Also ich stimme den Wortbeiträgen vorher natürlich zu. Also die Frau und oder diese Diade Mutter, Kind müssen im Mittelpunkt stehen. Trotzdem glaube ich, warum denn nicht das Mulltuch? Also warum muss man das so generisch ablehnen? Das erschließt sich mir nicht. Denn auch das Kind, wenn das Kind auch den Anspruch darauf hat, die bestmögliche Geburt zu haben und das höchste Gesundheitsniveau zu erreichen, das möglich ist und das durch sowas unterstützt werden kann, warum denn dann nicht? Sehen Sie auch so? Ja, Frau Müller-Markfurt. Ja, ich fand es ein bisschen lustig, aber wenn es denn hilft, nicht, dann ist es ja okay. Aber ich möchte noch eine Gefahr ist da, dass man dann sagt, ach, ist ja doch nicht so schlimm, der Kaiserschnitt. Wir machen ja jetzt, ne, so, und jetzt können wir trotzdem den Kaiserschnitt machen. Das können wir schon mal ein bisschen verbessern. Und einen Punkt möchte ich noch, der mir sehr am Herzen liegt, anmerken, es ist noch gar nicht
der Punkt Psychologie, pränatale Psychologie, der Seelenzustand des Kindes während der Schwangerschaft, unter der Geburt und danach angesprochen worden. Und dafür wünsche ich mir einen Abend vielleicht im nächsten Jahr. Ah ja. Ich hab schon gerade den Schrecken gekriegt, weil ich dachte, oh je, und das jetzt noch aufmachen. Was denken Sie denn, wie kann man das noch mehr verbessern? Gut, also bevor ich zu dem Mulltuch komme, ich will noch mal kurz was sagen zu der Planung der Geburt. Da kommen wir in den Kliniken ja erst sehr spät ins Spiel. Ja? Insofern, ich denke schon, dass die Phase der Schwangerschaft, wir bieten Informationsabende an, da kommen die Frauen dann, was weiß ich, in der 35. Woche oder in der 34. und wir haben eine Hebammensprechstunde, wir haben eine Geburtsplanungssprechstunde, da finden die Gespräche statt. Wir propagieren das natürlich sehr, dass Kontakt mit der Klinik stattfindet, nicht erst bei Wehenbeginn, klar, das machen die meisten auch, aber es ist trotzdem der größte Teil Schwangerschaft ist schon vorbei. Und ich glaube, dass die Zeit der Schwangerschaft zu nutzen, für diese vorbereitenden Dinge, das sehe ich eher in den Händen der Hebammen gewährleistet, als in den Händen meiner niedergelassenen Kollegen, weil da einfach auch der Zeitrahmen in den Praxen das nicht hergibt. Insofern ist es sicherlich ideal, wenn da eine gemeinsame Betreuung schon in der Schwangerschaft stattfindet und bestimmte Dinge eben auch schon im Vorfeld gebahnt werden können. Denn das können wir in den Kliniken nicht, wenn wir die Frau erst in der 36. Woche kennenlernen. Ja, Stichwort Beckenendlage. Ich habe in einer Klinik gearbeitet, in der sehr viele vaginale Becken, also was heißt sehr viele, aber wo vaginale Beckenendlagengeburten angeboten wurden. Aber bei den meisten Frauen war zu diesem Zeitpunkt, waren die Weichen schon längst gestellt, dass Beckenendlage bedeutet Kaiserschnitt. Ja? Und wir hatten dann eine immer noch nicht so kleine Gruppe von sehr, sagen wir mal, definierten Frauen, die auch dieses Selbstvertrauen hatten, also so wie es eben irgendwo angesprochen worden ist, dass man halt dann auch braucht, und haben mit diesen Frauen sehr, sehr gute und schöne Beckenendlagengeburten erlebt. Ja? Aber das sind Dinge, die kann man nicht erst einstielen, wenn man die Schwangere 3 oder 4 Wochen vor der Geburt kennenlernt. Ja, das ist war ein Punkt, der mir nochmal wichtig ist zu sagen. Was jetzt die Rahmenbedingungen des Kaiserschnitts, ich habe ja eben schon so ein bisschen was dazu gesagt, und das, was Sie eben gesagt haben, das ist natürlich der Punkt. Diese sogenannte Kaisergeburt, ja, das ist ja auch so ein Modebegriff, ja, wo dann, also es hieß, also wir machen das so, dann wird, wenn das Kind rauskommt, wird sogar das Tuch gesenkt, das heißt, es findet ein direkter Blickkontakt zwischen der Mutter und dem Kind statt, zu einem Zeitpunkt, wo das Kind noch halb im Bauch steckt, also nur das Köpfchen ist da und die gucken sich schon an, und dann wird das Kind direkt, das Tuch ist unten, es wird also direkt, Sterilität ist dann immer die Frage, ist das auch alles in Ordnung so, aber ich glaube, das kann man machen, wird es der Mutter direkt auf die Brust gelegt, der Vater beugt sich ein bisschen vor und kann selber abnabeln, so wie er das auch bei der Spontangeburt macht, und dann macht man das Tuch wieder hoch, das Kind liegt bei der Mutter auf der Brust, wir machen den Kaiserschnitt zu Ende, und eigentlich würde man sagen, mein Gott, das ist doch toll, da ist doch richtig Gutes getan worden, und da gab es dann eine Riesenwelle an Widerspruch, gerade auch von Hebammenseite, weil eben gesagt wurde, Kaisergeburt, das klingt ja so, als wenn es gar kein Kaiserschnitt wäre, ja, das ist ja eine völlige Verharmlosung, und wer weiß, ob nicht dieses vermeintlich Tolle dazu führt, dass jetzt noch mehr Kaiserschnitte durchgeführt werden oder vielleicht sogar gerade ein Kaiserschnitt gemacht werden soll, damit man diesen Blickkontakt hat, der sogar noch schneller ist, als er bei einer spontanen Geburt überhaupt sein kann. Ja? So, das, also was ich sagen will ist, es machen sich schon ganz viele Leute Gedanken und da sind auch gute Ansätze dabei, aber alles hat seine zwei Seiten und alles hat ein Pro und Contra. Bevor Sie jetzt gleich zu dem Mulltuch kommen und die Dame gleich einen lahmen Arm kriegt, sagen Sie es ruhig. Hallo? Ja. Alles klar. Also ich glaube, wenn wir nochmal Bezug auf den Film nehmen sollten, ja, sollten wir nicht darüber nachdenken, wie wir einen Kaiserschnitt schöner machen sollen, sondern es ging ja eigentlich um ein ökonomisches Problem, dass unser Gesundheitssystem nämlich aufgrund der steigenden Kaiserschnittrate und der eventuell zu befürchtenden kranken Bevölkerung in so und so vielen Jahren zusammenbricht. So, meine Antwort darauf ist eigentlich, wir müssen die Kaiserschnittrate senken, damit wir eine gesunde Bevölkerung haben weltweit, und dann kann nämlich unser System diese paar Menschen, die eventuell krank werden, auch auffangen und versorgen. Das ist meine Idee, die ich aus diesem Film heraus lese. Ne? Also klar, was die ganze Mikrobiologie dazu hat, aber es ging darum, wie viel Trillionen oder Billionen Dollar für die Gesunderhaltung dieser eventuell oder dieser Risikogruppe kaiserschnittgeborene Menschen aufgewandt werden muss. Und da bricht unser System zusammen. Ne? Ich glaube, dass das alle auch hier so empfunden haben, oder zumindest fast alle. Und deswegen habe ich diesem Thema ja auch den viel größeren Raum gegeben jetzt in der Diskussion. Trotzdem würde ich gerne noch einmal, und jetzt sagen Sie bitte Ihre
Ihre Mullansicht? Ja, also ich bin vor kurzem vom Kollegen gefragt worden, ich sage jetzt nicht von wem. Machen Sie das auch so, dass Sie da jetzt schon mit dem Tupfer durch die Scheide gehen und dann hinterher bei dem Kind durch den Mund? Aber das war mir so, ja. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wir haben ja immer gerne Ergebnisse von Studien. Ja? Und es ist ja, glaube ich, gar keine Frage, dass wenn bei dieser Studie herauskommt, dass das vorteilhaft ist, dann wird man das machen. Ja? Ob ich das jetzt schon mache, also ich würde an der Studie gerne teilnehmen, das geht so ja nicht. Aber ich finde den Ansatz sehr spannend, finde die Studie toll. Ja, wissen Sie, wann die abgeschlossen ist? Ich habe das schon wieder, ich weiß gar nicht. Aber es wurde ja eben gesagt, dass es 72. halt sicherlich noch eine Zeit dauert, bis da Ergebnisse zu erwarten sind. Das muss man auf jeden Fall beobachten, weil das wäre natürlich eine relativ unkomplizierte Möglichkeit, einen weiteren kleinen Baustein zu liefern, wenn schon ein Kaiserschnitt gemacht werden muss, den positiv zu beeinflussen. Ist das eine Hand noch? Haben Sie denn ein Mikro? Nee? Es ist schneller bei Ihnen als ich, glaube ich. Das führt jetzt, glaube ich, leider ein bisschen vom Thema weg, aber man kann auch nicht sich da für den Rest des Lebens dann aus der Verantwortung ziehen. Also es gab mal einen anderen Film, der lief neulich auf Arte, wo gesagt wurde, dass Kinder, die mit Kuhstellen Kontakt haben, also Bauernhofkinder, nie Asthma haben. Also zu 100% nie. Das heißt, natürlich kann ich sagen, die Geburt ist eine Sache, aber die andere Sache, die natürlich auch im Film kurz anklang, war, darf mein Kind den Rest der Zeit alles in den Mund nehmen? Also ich habe eine junge Tochter, die hat alles in den Mund genommen. Also und ich habe auch immer gedacht, dann ist das eben so. Und die hat jetzt einen Magen-Darm-Virus, den mein Mann seit 4 Tagen hat, den hat die in 4 Stunden abgefrühstückt gehabt. Wo ich auch denke, ne, also man muss das dann aber auch weiterführen. Natürlich kann man sagen, Geburt ist eine Sache, aber man ist dann nicht aus der Verantwortung raus den Rest der Zeit, sondern da muss man auch aufklären. Und das ist ja auch was natürlich die Industrie dann gerne macht, hier das verkaufen und das ist noch irgendwie gut und da ist besonders sauber. Und natürlich ist man dann in Großstädten vielleicht dann zum Teil, ja, nee, keine Ahnung, zum Teil ist man vielleicht aufgeklärt, zum Teil auch nicht, aber das muss ja dann auch weitergehen. Und das findet ja, diese Thematik findet ja überhaupt nicht statt, auch nicht. Also es wird alles geimpft, aber es wird nie gesagt irgendwie, ist denn Ihr Kind genug Dreck oder so. Ne? Also das könnte man als Kinderarzt auch mal in den Raum stellen und wie gesagt, es führt jetzt von der Geburt natürlich so ein bisschen weg, aber... Genau, es führt vor allen Dingen auch, ich muss ja ein bisschen auch die Uhr im Blick halten, wir haben gesagt, so 9:30 ist so das natürliche Ende dieser Veranstaltung. Aber die Dame hinter Ihnen wollte gerne noch was sagen. Dazu fällt mir das einfach auch spontan ein, oder beziehungsweise als Sie gefragt haben, was fällt Ihnen zum Film ein, ist mir direkt eingefallen, wenn man sagt Tupfer oder Mullbinde, warum nimmt die Frau ihren eigenen Finger nicht, führt sich den in die Scheide ein und gibt dann dem Kind das in den Mund und das ist das Gleiche. Diese Diskussion würde ich gerne dann vielleicht gleich zum, weiß ich nicht, beim anschließenden Zusammenkommen. Vielleicht kann ja der ein oder andere sich darüber nochmal Gedanken machen. Gibt es irgendetwas jetzt, ich bin keine Freundin bei 7 Leuten nochmal von großen Abschlussrunden und so weiter, gibt es irgendetwas, was wem noch unter den Nägeln brennt, was Sie gerne sagen möchten? Ja, Frau Desiree. Ja, natürlich auf alle Fälle, dass wir Frauen eine ganz große Rolle bei dem ganzen Thema spielen. In manchen Situationen ist es ein bisschen so vorgekommen, als ob wir über uns Frauen, also über uns Frauen gesprochen wurde. Und da sind wir wieder, ich muss es jetzt leider auch etwas machen bei dem Thema Motherhood bei unserem Verein. Und wir brauchen Elternunterstützung, wir brauchen Ärzteunterstützung, Hebammenunterstützung. Da links fliegen die Flyer, die roten auffälligen. Sie brauchen Unterstützung. Ja. Braucht sonst noch jemand Zeit für etwas, was er noch sagen möchte? Ja. Ich glaube, dass die Reduktion des Kaiserschnittes alleine etwas ändern wird. Das ist ein Teil von einem viel größeren. Das ist ja jetzt rausgenommen, aber für mich, die ich gerne über die seelischen Anteile dieser Dinge rede, mir gibt das jetzt was in die Hand. Das sind Zahlen, das ist gedruckt, kommt aus Amerika, nicht vergessen, nicht immer wichtig. Und das macht es noch, aber das macht es noch mal tangibel. Das macht es noch mal, guck mal da, welche Auswirkungen das hat. Aber das alleine wird uns nicht retten. Dann kommen wieder andere Sachen, weil das ja ein Teil eines viel Größeren ist. Und ich möchte den Frauen, allen Frauen zurufen, steckt euer Licht nicht unter den Scheffel. Ihr könnt es doch, ihr könnt es. Tut es, bitte. Kriegt eure Kinder mal wieder, wie man früher sagte, ganz schön. Das ist doch mein Schlusswort.
dann sage ich vielen Dank. Ich habe viel gelernt in der Vorbereitung, auch an diesem Abend selbst. Ich hoffe, Sie auch. Ja, und jetzt kommen da drei Frauen angeschlichen, die irgendwie Mikro in der Hand haben. Ich setze mich oder was auch immer. Ja, für mich ist die Zeit verflogen. Vielen Dank fürs Kommen, fürs Zuhören. Vielen Dank an das Podium für eure, für ihre Beiträge. Ganz wichtig finde ich, dass das, was ihr heute gehört habt und noch viel wichtiger, was ihr vielleicht gefühlt habt bei all dem, dass ihr das mitnehmt und das in die Welt tragt. Wir reden über Geburt. Geburt ist die absolute Basis von dem, was der Grundlage ist, was der Mensch letztendlich sein ganzes Leben lang als Basis hat. Es ist die Brille, durch die die Frau gucken wird den Rest ihres Lebens, wie sie ihre Geburt erlebt. Und das finde ich ganz wichtig. Es ist die Wurzel der Liebes- und Bindungsfähigkeit. Das musste ich einfach nochmal sagen. Ich finde auch, das ist ein bisschen kurz gekommen. Aber da der Abend zu Ende ist, fasse ich mich jetzt auch kurz. Wir drei Frauen vom Kölner Geburtstag sagen nochmal vielen Dank. Wir freuen uns darauf, dass es nächstes Jahr weitergeht. Am 29. und 30. Oktober findet der nächste Kölner Geburtstag statt mit einem viel größeren Programm, mit vielen Vorträgen und Filmen rund um das Thema. Und es wäre toll, wenn ihr wieder dabei sein würdet. Habe ich was vergessen? Dann einen guten Nachhauseweg.